careful what you wish for. Sei vorsichtig, was du dir wünschst. Und die Wall Street hat sich gewünscht, dass die heutigen Arbeitsmarktdaten, nämlich die JOLTS, die offenen oder angebotenen Stellen in den USA, schlechter ausfallen werden. Und Mann, oh Mann, die sind viel, viel schlechter ausgefallen. Dazu der Vormonat noch massiv nach unten revidiert. Dazu ein miserables Verbrauchervertrauen. Und die Wall Street sagt sich, super, dann wird die Fed ja die Zinsen nicht mehr anheben vielleicht. Und das ist doch eine super Nachricht. Also kaufen wir, ist doch alles schick, ist doch alles so wunderbar bunt hier, aber man ignoriert, dass man jetzt einen sehr guten Schritt in Richtung Rezession weitergekommen ist. Und Rezession ist wiederum schlecht für die Aktienmärkte, weil Umsätze und Gewinne der Unternehmen fallen. Und dann stellt sich die Bewertungsfrage und dafür ist der Markt zu teuer. Man könnte vielleicht sagen, wir haben im Oktober, als die Aktienmärkte auf ihrem Tief waren, da wurde eine Rezession eingepreist, die dann nicht gekommen ist. Und jetzt kommt eine Rezession, die in den Aktienmärkten nicht eingepreist ist. Das ist vielleicht das Paradox an der ganzen Geschichte. Schauen wir uns die Daten mal an. Hier sehen wir diesen Spike nach unten bei den JOLTS in der rechten Grafik, wenn Sie das hier sehen können. Es waren erwartet 9,5 Millionen, es sind 8,8 Millionen geworden. Dazu wurde der Vormonat um fast 400.000 Stellen oder angebotene Stellen nochmal nach unten revidiert. Man fragt sich wirklich, was ist da los mit den Statistiken der Amerikaner? Auch das Verbrauchervertrauen Conference Board 106 statt 116 erwartet. Und wenn wir uns jetzt mal die Gemengelage der Daten anschauen, dann hat Zero Hedge hier scheinbar einen Punkt. Und zwar haben wir alle Arbeitsmarktdaten, Non-Farm Payrolls, in diesem Jahr wurde jeder einzelne Monat später wieder nach unten revidiert. Ebenso die Verkäufe neuer Häuser. Alle Daten aus 2023 nach unten revidiert. Ähnliches bei der Industrieproduktion, bei Baubeginnen und Genehmigungen. Das sieht ja fast schon aus wie eine Verschwörungstheorie, so Zero Hedge sarkastisch, dass die Daten immer besser reinkommen, als sie faktisch sind, weil sie nachher und dann nach unten revidiert werden. Schauen wir uns nochmal die JOLTS an. Das ist die erste Zahl unter 9 Millionen seit März 2021. Da war noch ziemlich Corona am Start. Das ist die drittgrößte Verfehlung, die jemals hier passiert ist. Also das ist schon ziemlich herb. Das war krasser nur noch in Corona, weil da die Unsicherheit wahrscheinlich noch viel größer war. Und jetzt schauen wir uns mal das Verbrauchervertrauen an, Consumer Confidence. Und hier steht, consumers were once again preoccupied with rising prices in general, vor allem für groceries und gasoline in particular, also praktisch Lebensmittel und an der Tankstelle. Das macht die Leute fertig, das verdirbt die Stimmung, das geht richtig an die Substanz. Und erstaunlich ist, diejenigen, die sich am meisten Sorgen machen, sind diejenigen, die unter 50.000 Dollar pro Jahr verdienen, also die Geringverdiener, und aber auch die, die über 100.000 Dollar verdienen, also die Besserverdiener, könnte man sagen. Die Gruppe zwischen 50 und 100.000, die ist weniger irgendwie schlecht drauf. Aber sei es drum, wir sehen jetzt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed jetzt im September noch die Zinsen anhebt, glaube ich, 26. September ist ja die Sitzung, liegt jetzt nur noch bei 13,5. Wir haben jetzt die JOLTS also hinter uns. Wir bekommen dann die PCE-Verbraucherpreise am Donnerstag und vor allem dann die großen Arbeitsmarktdaten und den ISM Manufacturing Index noch am Freitag. Und was ist die Reaktion? Stocks up, Yields down, also Renditen runter, der Aktien rauf. Vor allem Nasdaq 100 sehen wir hier plus 1,87%. Der Dow Jones gar nicht so super bombig. Und hier ein Analyst, der sagt, naja, die Fed hat doch immer gesagt, wir sind datenabhängig, und jetzt sehen wir, dass die Daten schwächer werden, vor allem am Arbeitsmarkt. Das war für die Fed ja wichtig, und jetzt sollten die Investoren einen schwachen Arbeitsmarktbericht am Freitag erwarten, der dann praktisch bedeutet, dass die Fed mehr oder weniger fertig ist mit den Zinsanhebungen. Hier sehen wir die Freude bei den großen Tech-Aktien, vor allem Microsoft, Apple, Nvidia, Google, Meta, Tesla sind die Gewinner. Dagegen auf der rechten Seite relativ viel Rot, also jetzt gar nicht so große Euphorie bei vielen anderen Aktien, aber die Euphorie bei Tech auch, weil Alphabet gesagt hat, wir werden frische künstliche Intelligenztechnologie irgendwas mit KI, das reicht. Dadurch ist Nvidia nach oben geschossen, dadurch ist dann auch Google nach oben geschossen.
charttechnisch eh eine der bestaussehendsten Aktien oder die bestaussehendste Aktie aus meiner Sicht von den großen Tech-Aktien. Wir sehen auf der anderen Seite Hedgefund-Exposure zu diesen Mega-Cap-Tech-Aktien auf neuem Rekord. Auf der anderen Seite, und das hatte ich mehrfach hier angesprochen, das Problem, viele hatten Puts sich zugelegt, waren abgesichert, hohes Put-Call-Ratio. Die Market Maker, die also die Optionen verkaufen, wenn man so will, an den Mann bringen, die hatten sich abgesichert und so sehen wir auch einen Short Squeeze natürlich in gewisser Weise und das aus einem zuvor überverkauften Zustand. Wir waren beim Bullish Percentage Index, der praktisch die Aktien einteilt, ob sie in einem Kaufsignal oder in einem Verkaufsignal sind, nach Point-and-Figure-Charts, alles kompliziert, sei es drum. Wir sehen, dass der RSI jetzt wieder anzieht aus diesem überverkauften Zustand. Wir sind jetzt nicht mehr überverkauft. Wir tendieren auf kurzer Zeitebene sogar zur Überkauftheit. However, wir sehen, dass dann der Renditen gefallen sind, etwa 7 Basispunkte, das ist jetzt nicht die Welt eigentlich. Da hätte man erwarten können, so wie die Aktienmärkte hier Party feiern, dass also die Renditen total runter crashen, weil eben nichts mehr Zinsanhebung. Wir sehen den Dollar mit einem Rücksetzer aus einem überkauften Zustand. Auch das hat sich so ein bisschen ähnlich wie bei den Renditen angekündigt, dass da die Trends so ein bisschen sehr weit gelaufen sind, eine Pause brauchen, einen Rücksetzer brauchen. Wir werden sehen, wie es weitergeht, aber eins scheint klar, die Rezession kommt, dieses Soft-Landing-Narrativ, Goldilocks-Narrativ, Fed wird Zinsen senken und die Wirtschaft wird ganz, ganz weich landen. Das wird wahrscheinlich nicht zu halten sein. 10 Argumente dafür. Erstes Argument, die Sparquoten der Amerikaner gehen immer weiter runter. Die Excess Savings, also das, was man angespart hat in Corona und durch Helikopterchecks, das ist aufgebraucht. Die Leute strapazieren maximal ihre Kreditkarte. Wir sehen immer mehr Delinquencies bei den Kreditkarten, also immer mehr Zahlungsausfälle oder zu späte Zahlungen. Jetzt beginnen die Student Loans, die Rückzahlungen wieder im Oktober, hatte ich schon öfter genannt. Und dann plündern die Leute sozusagen ihre Rentenkassen. Die Amerikaner haben diese 401ks, also diese, wo auch Aktien sparen sozusagen dabei ist, ja viel mehr als in Deutschland. Und wir sehen, die Leute entnehmen hier sehr, sehr viel Geld, um überhaupt noch den Konsum bestreiten zu können. Wir sehen, dass die Banken in der Kreditvergabe deutlich strenger geworden sind. Alles, was mit Housing zu tun hat, wird weiter teuer. Wir sehen dann so viele Erscheinungen wie zum Beispiel die Abstufung von Banken durch Moody's und durch S&P 500, nicht S&P 500, S&P, die Global Rating Agentur. Wir sehen jetzt in diesem Jahr so viele Unternehmenspleiten wie seit der Finanzkrise nicht mehr und die Geldpolitik, eben die Zinsen, die wirken dann mit einer gewissen Verzögerung. All das wird kommen und das ist eben in den Aktienmärkten aus meiner Sicht nicht eingepreist. Nochmal zu den Student Loans, da sagen fast die Hälfte aller Beteiligten, hatte ich schon mal gezeigt, dass sie wahrscheinlich das nicht leisten können, dass sie das nicht schaffen werden, diese Studentenkredite zurückzuzahlen. In den USA ist ja so, wenn du studierst, musst du dafür bezahlen, musst Kredit aufnehmen, wenn du es nicht aus eigener Tasche finanzieren kannst. Das machen die Leute, haben dann meistens sechsstellige Beträge irgendwie auf der Uhr in Dollar. Jetzt ist die Zinsbelastung weiter gestiegen, auch wenn man den Kredit nicht zurückzahlen musste. Und hier nochmal der S&P 500, hier sehen wir das Tief im Oktober. Und hier hatte ein Kommentator auf YouTube geschrieben, hat sicherlich einen Punkt. Wir haben beides im Oktober 22 gesehen. Die Börsen nehmen die Rezession vorweg. Die kommt dann nach 6 bis 12 Monaten nach dem Boden. Wenn sie da ist, steigt alles wieder. Ich habe dann geantwortet eben, ich denke, wir haben im Oktober eine Rezession eingepreist, die dann nicht kam. Nun aber kommt eine Rezession, die nicht eingepreist ist, weil nach wie vor eben dieses Soft Landing Motiv dominiert. Was haben wir noch? Stimmung hat sich dann auch bei den Kryptos aufgehellt, bei Bitcoin, jetzt sind natürlich alle wieder böse, was hat der Bitcoin gesagt, also böse. Und das Ganze kam ziemlich gleichzeitig mit den Jolts, 16 Uhr etwa. Da dachten erst einige, wow, Bitcoin steigt so massiv wegen den Jolts, also wegen den schlechten Arbeitsmarktdaten. Nein, es ging hier um ein ETF, um eine Klage gegen die SEC, die Börsenaufsicht, die gewonnen wurde, sodass jetzt hier dieses ETF aufgelegt werden kann. Das hat den Kryptobereich nach oben gebracht. Und was bringt die Chinesen nach oben? Den chinesischen Aktienmarkt, der Hang Seng könnte langsam interessant werden. Warum?
Weil natürlich da sehr viel negative Stimmung drin ist, erstens, und zweitens, weil die politische Führung in China schlichtweg will, dass die Kurse steigen. Man will das Gesicht nicht verlieren. Man kriegt von der Wall Street öfter gesagt, boah, guckt euch mal eure Aktienindizes an, guckt uns unsere an. Das will man nicht auf sich sitzen lassen. Aber das Problem, das die Chinesen haben, ist der Immobilienmarkt. Und deswegen dürfte sehr, sehr bald in China die Zinsen für Existing Mortgages sinken, also praktisch die Hypothekenzinsen, dürften gestutzt werden, gesenkt werden. Und die haben unglaublich viel natürlich von diesen Hypothekenkrediten am Laufen. Die Chinesen haben sich vollgesogen. Das musst du, wenn du als Mann heiraten willst, dann musst du deiner Frau eine Immobilie bieten. Sonst bist du nichts, sonst kannst du nicht heiraten. Und da sind natürlich Risiken im System versteckt, die sind unfassbar. Und jetzt haben wir sie alle gehört, Fukushima, da leitet ja Japan mit Duldung der Atombehörde oder mit Genehmigung praktisch ja radioaktiv verseuchtes Wasser ins Meer. Das tun die Chinesen auch, und zwar in viel, viel größerem Umfang, als die Japaner es bisher je gemacht haben. Fast die zehnfache Menge. Aber in Peking oder in China gibt es dagegen richtig dicke Proteste. Social Media ist voll, die bösen Japaner boykottiert japanische Waren wieder etc. etc. Das macht das Regime letztendlich, um diese Frustration über die schwache Wirtschaft, über das, was da schiefläuft in China, zu kanalisieren. Und Frustration ist auch bei uns, gerade bei Unternehmen, der Fall. Deutschland ist teurer als die Schweiz, was Arbeitskosten angeht. Obwohl die Löhne viel höher sind, sagt hier der Chef von Stihl, diesem Kettensägenanbieter. Aber dadurch, dass hier mit so viel Steuern, so viel Bürokratie dazwischen hängt, ist für Stihl eine Arbeitsstunde teurer in Deutschland als in der Schweiz. Das muss man sich mal vorstellen. Heute die IHK, die Handelskammer, die hat gesagt, das Vertrauen der deutschen Unternehmen in die Energiewende ist auf einem Tiefpunkt. Immer mehr Unternehmen überlegen, Deutschland zu verlassen, weil sie sagen, es macht keinen Sinn. Vor allem erstens wegen diesen massiven Energiekosten, zweitens wegen der überbordenden Bürokratie und drittens, weil man sich auf die Regierung nicht verlassen kann. Da heißt es mal Hü, dann wieder Hot, dann ist es wieder anders, Heizungsgesetz, und dann wird das abgeblasen. Erst machen wir es so, dann machen wir es anders. Das ist wirklich ein Schlag ins Kontor, und schauen wir uns mal diese Regierung an. Jetzt diese ganze Diskussion mit dem Industriestrompreis, der ja gedeckelt werden soll. Das hat Ludwig von Mises schon 1929 beschrieben. Der Staat greift an einer Stelle ein. Das hat unerwünschte Nebenwirkungen zur Folge. Dann versucht der Staat durch weitere Eingriffe diese Nebenwirkungen zu korrigieren. Das führt wiederum zu weiteren unerwünschten Folgen. Noch mehr Eingriffe, so geht es weiter. Dadurch werden die Staatsfinanzen und der Steuerzahler überlastet und die Bürokratie steigt weiter an, denn man muss ja die Unternehmen kontrollieren, die man hier bürokratisch bearbeitet. Also das ist 1929 schon so gewesen, aber irgendwie ist die Lernfähigkeit nicht da. Es ist ein Ausgang mit sicherer Ausgang eigentlich. Die Prognose ist völlig klar, was da passieren wird, und wir sehen hier jetzt schon die Arbeitsmarktgeschichte in Deutschland wird schlechter, das Arbeitsmarktbarometer, steigende Arbeitslosigkeit erwartet, der Wirtschaftsabschwung hat sich in Deutschland festgesetzt, so heißt es hier im IBA Arbeitsmarktbarometer. Und abschließend drei Empfehlungen. Erstens nochmal, was ich vorhin hier erwähnt hatte, die Energiewende verstärkt die Abwanderung der Industrie. Lesen Sie sich das mal durch, das ist ein Weckruf, könnte man sagen. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, und das ist, glaube ich, etwas, was wir, was die Notenbanken indirekt sagen, was Jerome Powell und Jackson Hole indirekt gesagt hat. Wir brauchen einen schwächeren Arbeitsmarkt. Die Wall Street jubelt heute, weil sie das bekommen hat. Aber schwächerer Arbeitsmarkt, Anstieg der Arbeitslosigkeit heißt Rezession. Und es ist nur die Rezession, die die Inflation wirklich nach unten bringen kann. Das ist es, was die Inflation beseitigen wird. So eine Analystin bringt es auf den Punkt. Super interessant. Zweite Empfehlung. Und die letzte Empfehlung, und das ist auch ein ziemlicher Hammer, die EZB hat das Immobilienimperium, das sind ja Gewerbeimmobilien, von dem Österreicher René Benko, da drängt die EZB Banken zu Kreditabschreibungen. Adlerimmobilien hat heute innerhalb von wenigen Monaten die nächste Abschreibung gemacht, 13,7% auf die eigenen Immobilien. Das ist so ein bisschen wie Deutsche Bank und was war das, Kirch. Als der Deutschbanker Breuer, glaube ich, war es, gesagt hat, naja, die Kreditwürdigkeit von Kirch, die ist ja ein bisschen schwierig, gell? Daraufhin war Kirch faktisch platt. Wenn die EZB jetzt den Banken sagt, schreibt bitte eure
Kredite ab, die ja Benko gegeben hat, dann ist Benko im Prinzip platt. Das ist sehr, sehr fragwürdig, wenngleich in der Sache natürlich berechtigt. Aber das zeigt, diesen Rattenschwanz Gewerbeimmobilien ist ein riesiges Thema, das derzeit uns um die Ohren fliegt, wie so vieles andere. Aber noch herrscht Partystimmung, meine Damen und Herren. Die wollen sie wie die Feste feiern, wie sie halt feiern. Die Frage ist nur, wie lange dauern sie, bevor dann der Kater kommt. Ich bin auch für Party, aber ich habe das Kopfweh nachher nicht so gerne. Ich wünsche jetzt einen schönen Feierabend. Servus, ciao.